Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, heute heißen wir euch zu einer neuen Top 10 Liste willkommen, und zwar zu den Top 10 Spielen, die man ins Osternest legen kann. Bei uns bedeutet das eigentlich, dass die Spiele alle nicht groß sind, sondern eher kleine Spiele sind, die uns halt sehr viel Spaß machen, und wir deshalb denken, dass ihr sie vielleicht ins Osternest von euren Kindern oder von euch selbst platzieren wollt. Fangen wir an mit unserem Platz 10. Platz Nummer 10. Cat Lady. Cat Lady. Wer Katzen mag, mag Cat Lady, würde ich sagen. Obwohl Sarah mag Katzen nicht. Aber das Spiel schon. Aber das Spiel schon, also stimmt's nicht. Um was geht's in Cat Lady? Lass mich das. Du machst das nächste Spiel. Es geht in diesem Spiel um. Also wir sind Katzenliebhaber, Katzenfreunde. Und wir müssen möglichst viele Spielzeuge für unsere Katzen besorgen, beziehungsweise überhaupt Katzen kaufen. Und am Ende jeder Runde zählen dann bestimmte Spielzeugsets, beziehungsweise gefütterte Katzen zählen auch viel. Und es geht einfach darum, die meisten Punkte zu machen. Und ja, wer die meisten Punkte hat, wird Cat Lady, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja. Für 2 bis 4 Spieler dauert nicht sehr lange, 20 Minuten eine Runde, also man kann mehrere Runden hintereinander spielen. Es geht sehr schnell, es ist ganz lustig, deshalb unser Platz 10. So, jetzt darfst du reden, Platz Nummer 9. Warte, ich muss einen Schlüssel holen. Also ich habe schon was geredet, schade. Schade schon. So, Platz 9 ist Onirim. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich glaube allerdings nicht, ist nur auf Englisch erhältlich. Es ist auch ein Spiel, das man nur alleine oder maximal zu zweit spielen kann. Und das dauert auch nicht sehr lange. Auch nur Spieldauer ca. 15 Minuten oder so. Um was geht es in diesem Spiel? In diesem Spiel ist man in einem bösen Albtraum gefangen und man möchte diesem Albtraum entkommen. Und das Ganze funktioniert so, dass man Karten in einer bestimmten Reihenfolge ablegen will, und so verschiedene Türen in diesem Albtraum öffnen kann, um endlich aus diesem Albtraum zu entfliehen. Und das Ganze funktioniert eben so, dass man, wenn man es zu zweit spielt, abwechselnd hinlegt, beziehungsweise auch Karten hat, auf die man gemeinsam zugreifen kann. Und es ist wirklich nicht einfach. In diesem Spiel sind außerdem 7 Erweiterungen enthalten, sodass für Abwechslung gesorgt ist. Alle Erweiterungen machen das Spiel nochmals ein bisschen schwieriger, manche machen es gar vielleicht ein bisschen leichter. Ja, auf jeden Fall großer Wiederspielreiz in einer sehr kleinen Box. Natürlich ist das Ganze schon eher abstrakt gehalten. Mir gefällt das Design vor allem sehr gut von diesen Spielen oder von dieser Spielereihe. Shadi Torbay, da gibt es noch andere. Aber Onirim ist sicher das zugänglichste, würde ich mal so sagen. Vielleicht sogar das einfachste. Deshalb bei uns Platz 9. Onirim. Gut. Platz Nummer 8. Roll to the Top. Es dauert ca. 20 Minuten, ist von 2 bis 5 Spielern und bis zum 99. Lebensjahr kann man das spielen. Das heißt, ab 100 darf man das leider nicht mehr spielen. Aber gut. Worum geht's? Wir haben... Das ist jetzt kurz verkehrt, sehe ich gerade. Das mögen wir gar nicht. Mir ist egal. Es gibt unterschiedliche Sehenswürdigkeiten und wir würfeln und schreiben die Zahlen hinein. Also die Würfel. Beginnen von unten. Genau, von nach oben. Unten. Deshalb heißt es Roll to the Top. Ja, okay. Gut. Und wie soll ich das jetzt erklären? Wenn die unterste Zahlen. Reihe fertig geschrieben wurde mit Zahlen. Werden. Muss nicht unbedingt sein, die Zahlenwerte müssen einfach von unten nach oben hin immer größer werden, und da kann man eben die Zahlen dann auch addieren oder subtrahieren. Es gibt auch mittlerweile eine nicht in den Regeln enthaltene neue Spielvariante, wo man die Zahlen auch multiplizieren kann, wenn man das möchte.
Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es vielleicht für manche Kinder, vor allem Volksschule, eher dritte, vierte Klasse und Unterstufe, ganz sinnvoll, wenn man mit Hilfe dieses Spiels vielleicht das Kopfrechnen ein bisschen üben mag. Deshalb ist es. Auf jeden Fall Platz Nummer 8 für uns. Deshalb ist es jetzt bei uns Platz 8. Genau. Und hier seht ihr schon, es gibt auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade dann. Es ist wirklich sehr abwechslungsreich, sehr kurzweilig und auf jeden Fall auch für kleine Kinder Ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Spaß. Bezahlen dürfen natürlich immer nur dann in die nächsthöhere Zeile eingetragen werden, wenn alle Kästchen unter diesem Kästchen, das man gern befüllen möchte, schon mit Zahlen gefüllt sind. Und diese neu eingetragene Zahl muss eben höher sein als die unteren. Platz 8, Roll to the Top. Weiter geht's mit Platz Nummer 7. Hanamikuchi. Hanamikuchi. Vom Kosmos Verlag. Ist nur für zwei Spieler. Es dauert auch ungefähr 20 Minuten eine Runde. Man möchte die Gunst von Geishas erhalten. Das Ganze funktioniert mit einem eigentlich Aktionsauswahlmechanismus, der dann allerdings deine Karten, die du auf der Hand hast, bedingt. Man hat vier verschiedene Aktionen, die man wählen kann. Und da muss man Karten ablegen oder Karten aufteilen. Manche bekommt der Gegner, manche darf man sich behalten. Und alle haben also beide Spieler haben die gleichen Aktionen. Und wer dann die Mehrheit an diesen Instrumenten der Geishas, der einzelnen Geishas besitzt, bekommt die Kontrolle über diejenige Geisha, wo er halt diese Mehrheit dann hat. Und Ziel ist es, dass man entweder, weil jeder Geisha hat bestimmte Punkte, dass man dann eben eine bestimmte Punkteanzahl erreicht hat mit den Geishas, die zu dir gehören, oder dass man, glaube ich, vier von diesen sieben Geishas besitzt, dann würde man das Spiel gewonnen haben. Ist sehr taktisch und man ist eigentlich immer irgendwie in einer schlechten Situation, weil man möchte eigentlich gar nichts hergeben und gar nichts irgendwie aufteilen oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich. Man muss sehr viel planen, nachdenken, vorausschauend denken, wie man die Kärtchen da am besten hinlegt, dass man am meisten Sehr taktisch bekommt und dagegen. herausfordernd. Man muss natürlich auch den Gegner einschätzen können. Vielleicht ein bisschen blöffen sogar. Also, ich finde es immer wieder spannend. Macht euch selbst ein Bild. Aber cooles Spiel. Unser Platz 7, Hanamikuchi Kosmos. Platz Nummer 6, du darfst gleich weitermachen. Ein kleines Platz Spiel. Nummer 6, Hero Realms. Um was geht es? Man muss sich gegenseitig bekämpfen, indem man immer wieder neue Karten zu seinem Kartendeck hinzufügt. Das ist so mit ein Deckbuilding-Game. Und man muss immer alle Karten, die man zieht, benutzen. Mit denen macht man dann eben diejenigen Dinge, die sie können. Man bekommt Geld, dann kann man wieder neue Karten einkaufen oder man bekommt Angriffspunkte. Dann kann man dem Gegner eben Schaden zufügen. Und wer keine Lebenspunkte mehr hat, hat das Spiel verloren. Ich finde es ziemlich cool. Es ist sehr einfach. Es ist klein. Es ist super zum Mitnehmen. Mir macht es eigentlich sehr viel Spaß. Es können bis zu vier Spieler spielen. Und auch die Spieldauer ist wieder nur sehr gering mit, ich würde sagen, maximal eine halbe Stunde. Es gibt auch noch viele Erweiterungen, haben wir allerdings nicht. Und mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich glaube, Sarah ist davon nicht so begeistert. Dieses Spiel ist wegen mir in dieser Liste. Aber legt es euch zu, es ist wirklich lustig. Unser Platz 6. Hero Realms. Okay, Platz Nummer 5, ihr kennt dieses Spiel bereits. Und zwar haben wir schon mal kurz vorgestellt, die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten, dauert um die 20 Minuten. Es ist für 3 bis 5 Spieler und dauert 20 Minuten, habe ich schon gesagt. Und es ist ab 10 Jahren. Also die Spieldauer wird halt, kann man eigentlich nicht so sagen, weil je nachdem, wie viele Stiche, also wie viele Wie Runden man viele Runden spielt, man spielt, ja. Wird es länger oder vielleicht sogar auch kürzer. Und
ja, ist jetzt nicht so eine Gradmesse. Unser Platz 5, es ist ein tolles Stichspiel für die ganze Familie. Zu zweit, ja, ist es fast ein bisschen langweilig. Zu zweit braucht es nicht kaufen, dann macht es wenig Spaß. Ab 3 Spielern ist es zu empfehlen. Mhm. Es ist ein kooperatives Stichspiel. Wer unsere Review noch nicht geschaut hat, es wird schon eingeblendet sein, irgendwo eine Infokarte. Ich nehme mal an, hier. Und ja, es kann Spaß machen. Ihr müsst allerdings auch ein bisschen frustresistent sein, wenn manche Spieler es nicht sofort von Anfang an verstehen. Ja, wer mehr dazu wissen will in unserer Review, es ist allerdings doch ein ganz cooles und eigentlich einzigartiges Spielerlebnis. Platz 5, die Crew. Okay, Platz Nummer 4. Eins unserer neueren Spiele, die ziemlich wir bekommen haben. Ziemlich neu erschienen, ja. Es ist ab 8 Jahren. Es Trails heißt of Trails of Tucana. Trails of Tucana. So. Es ist ab 8 Jahren, 15 bis 30 Minuten beträgt die Spieldauer und man kann es alleine spielen und bis zu 8 Spielern. Wobei es eigentlich unbegrenzt ist, man kann es auch mit mehreren spielen, meiner Meinung nach, weil es ist ein Flip-and-Ride-Spiel, man deckt Karten auf, 2 Landschaftsarten und dann verbindet man auf einer Karte diese beiden Landschaftsarten mit einem Strich miteinander und so entstehen Wege. Man will Dörfer verbinden, man will Figuren oder Gegenstände diesen Dörfern anschließen und für all das bekommt man unterschiedlich die Punkte. Gesundheit. Danke. Magst du nur sowas sagen? Eins meiner Lieblingsspiele momentan. Es ist wirklich, wir haben es glaube ich seit nicht einmal einer Woche und haben schon sehr oft gespielt. Es ist sehr, sehr kurzweilig, es macht Spaß. Es ist am Ende der zweiten bzw. dritten Runde ist immer nur zu wenig, sind immer nur zu wenig Wege eingezeichnet. Die Zeit wird dann so knapp und irgendwie. Es ist spannend bis zur letzten Minute, würde ich sagen. Also wirklich cool. Mich spricht es, glaube ich, deshalb so an, weil ich ja Geograf bin und da viel mit Karten zu tun habe und da irgendwie eine Karte gestalten muss. Könnte damit zusammenhängen, dass mir das Spiel so gut gefällt, obwohl es wirklich sehr, 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 sehr glücksabhängig ist. Das stimmt. Ob die gleichen 2 Karten aufgedeckt werden oder nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, kurzes Spiel, ja. Großer Spaß. Trails of Tucana. Platz Nummer, wo sind wir jetzt? 4. Das war 4, jetzt kommt unser Platz 3. Kennt ihr oder solltet ihr vielleicht auch schon kennen? Unser erstes Video, unsere erste Review. Ah, da werde ich gleich sentimental. Ja. Können wir kurz mal nachdenken? Bitte. So, okay. Unser Platz 3 ist Werwörter. Ich schwelge noch in Erinnerung. Mach weiter. Ja, wer mehr wissen will, Review, Infokasten hier. Um was geht's? Die Werwölfe sind im Dorf, der Bürgermeister kennt das Zauberwort, die Dorfgemeinschaft will das Zauberwort erraten, die Werwölfe wollen das verhindern und wird das Zauberwort erraten, haben die Dorfbewohner gewonnen, im Normalfall, weil die Werwölfe haben noch eine zweite Chance, doch den Spielsieg davon zu tragen, wird das Wort nicht erraten, haben die Werwölfe gewonnen, allerdings nur dann, wenn die Dorfbewohner die Werwölfe nicht noch enttarnen können oder werden. Es gibt zu diesem Spiel auch eben, oder dieses Spiel wird geleitet durch die Handy-App oder kann durch die Handy-App geleitet werden, ist ziemlich cool, sorgt auch für Abwechslung, finde ich, und wir haben schon sehr oft gespielt, auch mit unterschiedlichen Verwandten und die haben das alles super toll gefunden. Und es ist auch spaßig. Es ist immer wieder cool. Ja. Mit zu vielen Leuten hat es mir allerdings dann weniger gefallen. Ich würde sagen, 5 bis 6 Leute ist die optimale Spielerzahl für das Spiel. Vielleicht 4 eventuell geht auch noch. Aber 5 bis 6 ist wirklich optimal. Da macht es mir am meisten Spaß. Und. Oder uns. Und. Uns eigentlich. Deshalb auf Platz 3. Wer wird unsere erste Review? Schaut sie euch an. Wir kommen zu Platz 2. Und zwar Draftosaurus. Es dauert auch ca. 15 Minuten, 2 bis 5 Spieler können es spielen und es ist ab 8 Jahren, also auch für kleinere Kinder auf jeden Fall.
worum geht's? Wir sind Direktoren von einem Dinosaurierpark und wir müssen unseren Zoo quasi organisieren und die Dinosaurier richtig platzieren nach gewissen Vorgaben und ein Gehege errichten, dass es auch sicher ist. Ja, das über unterschiedlich, na, über wie viele Runden? Zwei Durchgänge werden zwei gespielt zu je, ja. Ich weiß nicht, sechs oder so, sechs Dinosauriern. Ja, das Coole an dem Spiel ist es, das Material ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Das sind diese Holzdinosaurier in den verschiedensten Formen. Und das macht schon einen großen Teil von dem Spielreiz meiner Meinung nach aus. Außerdem ist es immer sehr spannend und sehr knapp. Draftosaurus, wie es im Namen schon seht, ist ein Drafting-Game. Das heißt, die Dinosaurier werden immer, einen wählt man aus, den setzt man an, der Rest wird weitergegeben, man bekommt vom anderen wieder die Dinosaurier zurück. Und somit hat man vielleicht einen gewissen Überblick, was noch alles kommen könnte, von den anderen Spielern, dinosauriermäßig gesehen. Und ja, in der Endwertung eigentlich immer sehr knapp und deshalb sehr spannend. Es gibt zwei Spielfeldseiten, das heißt auch für die Variabilität ist gesorgt. Wobei wir eigentlich immer nur die Sommerseite gespielt haben und die Winterseite haben wir noch nicht einmal ausprobiert, weil wir gar nicht so irgendwie den Drang gespürt haben, das irgendwie mal auszuprobieren. Ja, die Winterseite ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer als die Sommerseite. Aber unsere Empfehlung bezieht sich jetzt nur auf die Sommerseite. Draftosaurus macht Spaß, fordert auf zum Spielen. Ja, ist wirklich cool. Es ist sehr kurz und man spielt mehrere Runden hintereinander, weil es eigentlich jedem immer gefällt. Mhm. Deshalb Platz 2, Draftosaurus. So. Und jetzt der Platz 1, ein ganz besonderer Platz 1, denn speziell für Ostern hergestellt, die Oh My Goods Spezialversion I My Goods. Vom Spielsystem her ändert sich allerdings nichts zu Oh My Goods, es ist das gleiche Spiel, allerdings sind ein paar weitere Karten hinzugefügt worden. In Oh My Goods geht es darum, eine Produktionskette mit Hilfe der Karten aufzubauen, möglichst viel zu produzieren und am Ende mit seinen Produkten die meisten Siegpunkte zu haben. Es gibt immer einen Markt, da kann man wieder neue Gebäude kaufen oder neue Helfer kaufen, die dir helfen, die Produkte noch besser zu produzieren oder mehr zu produzieren. Und man muss halt wirklich irgendwie so eine tolle Produktionskette aufbauen, was manchmal sehr schwierig ist, aber eigentlich immer recht viel Spaß macht. Zu erwähnen sind auch noch die Erweiterungen. Da kommt eine Geschichte, oder wird eine Geschichte dem Spiel hinzugefügt und man schreitet von Spiel zu Spiel in dieser Geschichte weiter voran, was das ganze Spielerlebnis nochmal komplett umkrempelt und das Spiel bereichert. Diese Erweiterungen sind da allerdings nicht enthalten. Das ist wirklich nur das Grundspiel. Einmal kurz in der schicken Osteredition im Osterei alles enthalten. Also wenn das nicht auf Platz 1 gekommen wäre. Er ist sich so stolz drauf und es hat unbedingt Platz 1 sein müssen. Ist, also ja, bitte. Extra dafür hergestellt in der Osteredition. Oh my good, einmal kurz. Ja, wir sind begeistert davon, ich bin begeistert davon, es gefällt mir so gut. Es wird, glaube ich, das ganze Jahr über überall stehen. Als der Daniel das ausgepackt hat, dieses I'm My Goods, dieses Spiel, hat er gesagt, okay, das stellen wir jetzt am Wohnzimmertisch und die Osterdekoration haben wir erledigt, das ist abgehakt. Also dieses Jahr ein bisschen mager, aber für den Daniel ist es optimal, nicht mager, optimal. Okay. Vielleicht war das eine oder andere Spiel dabei für euch, dass ihr vielleicht ins oder unters oder neben das Osterkisterl gebt oder Osternesterl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns wie immer freuen über Abos und Kommentare von euch.
Und in diesem Sinne wünschen wir euch frohe Ostern. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.